Verlassen wir den Laden und gehen wieder zurück zu der Stadt und schließen diese Quest ab. Die sind alle leer. Ja. Ich weiß nicht, haben wir hier schon geschaut? Nein, haben wir noch nicht. Eine Stange Zigaretten nehmen wir mit. Und na, ich benutze die Schnellreisefunktion, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. So. Wir geben jetzt diese Quest ab. Und wir haben Primär- und Sekundärziel beide erreicht. Das heißt, wir bekommen auch eine nette Belohnung. Die schauen wir uns auch gleich an. Und? Wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Markt? Es war nicht leicht, aber ich habe die Lebensmittel und die Medizin. Tatsächlich? Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Ja, das ist gut. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich bin auf Raiders und einen Roboter gestoßen. Sicher war es da nicht gerade. Wirklich? Raiders und Roboter? Ich war wohl nicht die Einzige, die die Idee hatte, die Läden zu durchsuchen. Man muss beim Plündern also aufpassen. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier. Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke besser schmecken. Ich bin bereit für weitere Recherchen über das erste Kapitel. Ich muss immer noch ein Lebewesen mit Strahlenvergiftung studieren. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Das wird den ersten Teil des Buches abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? Lasst uns nun Näheres über das, über Landminen erfahren. Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Entschärfen Sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen sein soll. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte. Und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Ich gehe nach Minefield. Wünschen Sie mir Glück. Keine Sorge. Da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können Sie sich auf die Minen konzentrieren. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Gut, das war das. Und ich mache jetzt mal einen Cut. Und mache selber mal eine kleine Pause. Und ja, mal schauen. Vielleicht spiele ich eine Runde Minecraft. Bis später dann.